Ja, vielleicht schon die letzte Folge hier bei Spyro 3 Year of the Dragon für die Reignited Trilogy, welche sich damit dann auch so langsam aber sicher, schnell aber sicher müsste man eigentlich sagen, dem Ende entgegenneigt, was mich sehr traurig stimmt, weil ich das einfach extrem genossen habe, diese Remakes hier zu spielen. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich sie das nächste Mal irgendwie spielen werde, vielleicht auch nochmal im Stream oder so irgendwann. Auf jeden Fall wird es passieren. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Da freue ich mich auch schon drauf. Jedes Mal wieder. Ah, super Bonusrunde. Ach ja. Ja, oder ich hole mir eine 4K-fähige Capture Card. Das könnte ich natürlich auch machen. Aber die ist natürlich um einiges nochmal teurer. Müsste ich mal gucken. So. Ja, ich finde das immer so nett, wenn man direkt am Anfang schon einen Edelstein geschenkt bekommt. Hey, du hast es geschafft, Spyro. Jäger war etwas in Sorge, als du losgezogen bist, um dich mit der Zauberin anzulegen. Aber ich wusste, du besiegst sie. An diesem Ort hat die Zauberin ihre Schätze aufbewahrt. Aber nachdem sie besiegt war, haben Diebe die Schätze gestohlen. Wenn du die Diebe fangen kannst, kannst du die Schätze gerne behalten. Ja, genau. Es ist zum Glück nicht das Level, was ich vermutet hatte. Das war, glaube ich, das bei Spyro 2, das, wo man diese auf diesem Skateboard, oder was das ist. Was, Snowboard? Nee, Skateboard, dieses Rennen da fahren muss am Ende. Das, boah, das war immer so ein bisschen Ja, ich lese hier gerade im Chat, ich habe alle drei Spyro-Spiele an einem Wochenende mit alles auf Platin durchgeballert. Hätte ich an sich auch Bock drauf gehabt, übrigens, aber... Jäger ist auch hier irgendwo. Er hat den ganzen Tag an einem neuen Spielzeug gebastelt und will es jetzt vorführen. Geh und such ihn. Aber ich bin bei sowas immer... Ich bremse mich da selber gerne aus, weil ich einfach meinen Spaß auf möglichst eine lange Zeit strecken will. Also jetzt nicht so lange, wie ich es jetzt gestreckt habe beim Let's Play hier. Das meinte ich jetzt auch nicht, aber an einem Wochenende alles durchballern, alle drei Spiele, hätte ich zum Beispiel eher nicht so Bock drauf tatsächlich mittlerweile. Früher schon eher noch, aber heutzutage denke ich mir eher so, nö, warum das jetzt so in so kurzer Zeit durchballern, wenn ich es halt auf mehrere Tage strecken kann und habe an mehreren Tagen halt dafür Spaß und nicht nur an irgendwie ein oder zwei oder so. Aber an sich spricht da natürlich nichts gegen, klar. Da fliegen die Lottozahlen. Da guckt sie auch schon sehr spöttisch und misstrauisch. So. Ach, genau. Ja. Ach ja. Ach, es gibt halt auch echt viele Spiele, von denen ich mir sehr, sehr gern mal ein Remake wünschen würde halt. Ich habe ja schon mal ein paar angesprochen, auch in der letzten Session war es, glaube ich. Das ist so schön genugtuend hier. Und ja. Das Problem ist halt auch immer nur so ein bisschen, man hat ja als Spieler dann häufiger auch die Angst, okay, Remakes habe ich irgendwie Bock drauf, aber dann so, dass sie gut gemacht sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal immer so einfach. Deswegen, ja. Aus dem Äther. Sehr schön. Na.
Wie, dass sie immer in die Grütze fallen. Auch schön, diese Vibration vom Gamepad immer dabei. Okay, das war jetzt ein bisschen verspätet. So. Da müssten wir gleich mal gucken. Da ist nämlich, glaube ich, irgendwo eine Tür aufgegangen. Früher oder später, weil wir haben jetzt hier... haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt. Oder? Was? Ach, die Flugviecher. Ne, hier komme ich her, genau. Mehr ist hier aber anscheinend nicht in der Ecke. Okay. Dann ist hier doch wahrscheinlich irgendwo eine Tür aufgegangen, oder? Hier. Oder? Ne. Ne, hier bin ich hergekommen, genau. Ah. Ach, hi. Hi, Spyro. Hast du Bianca gesehen? Sie hatte Angst um dich, als du losgezogen bist, um mit der Zauberin zu kämpfen. Sie wollte es sich nicht anmerken lassen, aber sie war ganz krank vor Sorge, bis du heile zurück warst. Ich habe ein altes U-Boot repariert. Willst du vielleicht eine Runde drehen? Ach ja. Lust auf U-Boot fahren? Ach ja. Ach ja. Toll. Komm an Bord. Toll. Wie motiviert du warst. Der grinst auch so geil. Ach ja, ey, du bist schon eine geile Schnulpe, ey. Ach, eine geile Schnulpe bist du. So. Eigentlich eine ganz schöne Aufgabe, die mag ich ganz gerne. Auch wenn der letzte oder die letzten beiden immer sehr fies sind und man sehr schnell gegen irgendwelche Kanten schießt. So wie da schon wieder. Also hier ist es die beste Stelle, um die zu treffen, tatsächlich. Da. There is no escape. Hallo, wo kamen Sie denn her? Na, wo bist du? So. Ich glaube, der tanzt einfach nur zur Musik, kann das sein? Oh, weg ist er. So, jetzt muss ich glaube ich nochmal gucken, ob ich hier Coronavirus-Afterparty. Ach ja. Ja, man kann mit sowas tatsächlich auch nur humorvoll umgehen, finde ich, letztendlich. Deswegen, das passt schon. Aber ich habe hier, glaube ich, nicht mehr... nichts mehr zu tun.
wie die Kamera einfach auf seinen Schritt zentriert. Hi, Jäger. Na du? Geiler Hengst. Scheiße, das ist das, was ich meinte. Nein, 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 nein. Ah, das kann jetzt ein bisschen dauern. Schau dir das mal an. Das hier ist die schnellste Turbo-Snowboard-Piste der Welt. Den Rekord halten die 6 Super-Yetis mit ihren aufgemotzten Schneerutschern. Ich wette, du kannst es mit ihnen aufnehmen. Wenn du gewinnst, bekommen wir einen ganzen Haufen Schätze. Wenn du verlierst, muss ich die Piste sauber lecken. Was ist mein Problem dabei? Na, bereit fürs Rennen? Weiter so! Nur nicht verlieren, sonst ist meine Zunge Eis am Stiel. So, wie ging das hier nochmal? Achso, ich muss... Nee, mit Dreieck muss ich da... mich mit Dreieck drehen, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Okay. Ich glaube, das ist was ich am besten mit dem Digi-Kreuz steuere. Boah, wird das scheiße. Ja, so gar keinen Nerv drauf. Ah, nee, du. Sharknado, ey. Sind das nicht auch Speed-Dinger hier eigentlich? Alter. Diese Pfeile auf dem Boden, die sind doch eigentlich auch Speed-Dinger, oder nicht? Weil so richtig viel von dem Speed, wenn, dann merke ich irgendwie nicht. Nein! Ja, kann ich das Rennen auch irgendwie beenden oder so? Kann man das Rennen beenden? Das hat jetzt keinen Sinn mehr. Nein. Nein. Rennen beenden. Na, bereit fürs Rennen? Nein. Weiter so. Nein. Wie benutze ich denn nochmal den Turbo? Ach, mit Quadrat, okay. Ach, fucking! Und ich meine nicht den Ort in Bayern. Ja, warum hast du da jetzt den Dingens nicht gemacht? Na gut. Oh, gut, gut. Hä? Achso, ich hatte ihn erwischt. Hui. Das war geil. Das nicht so. Ja, ist ja gut jetzt hier. Komm, ja, genau. Fickt euch doch, ey. Ja, nein. Na, weit. Das muss schon von Anfang, das muss schon passen, finde ich. So, der Start, der muss schon hinhauen.
Ja, genau. Na, bei? Na, bei? Gab es hier nicht irgendeine Abkürzung auch, die man springen konnte? Na, bei? Na, bei? Genug! Ach ja. Ja, meine Fresse, Spyro. Geh mir doch jetzt nicht auf die Nüsse hier. Zum Ende des Spiels, echt. Nein, natürlich könnte ich meinem Lieblingslila Drachen nicht böse sein. Ja, genau. Schieß die Rakete einfach irgendwo hin. Das Spiel, ist es okay? Ist okay. Nein, ficken. Runter. Runter, munter. Wie? Warum? Willst du mich verarschen? Na, weit! Ja, ja. Ach ja, stimmt, das kann ich mir auch anzeigen lassen. Genommen hast. What the fuck? Na, ne? Weil? Na, weiter. Nein! What the fucking hell ist das gewesen? What the fuck? Ficken. Was ist denn da? Na? Na? Mai! Wie kommt der da oben? Was war mit der Krabbe los? Wie ist der da oben direkt ohne irgendwelchen Speed und allen Scheiß draufgekommen? Wie macht. Was? Wie macht der das? Jetzt mal ehrlich. How does he do that? But how? Ah, nein. Ja, sicher. Und auf einmal Siebter, ne? Ihr habt doch wohl alle Lack gesoffen, ihr Kackgesichter, ey. Ja, ja. F-
dich doch, Alter. Ich... Ah, Mann. Das geht mir so auf die Nüsse. Dieses Überdrehen immer. Ja, ich reagiere auch gerade überdreht. Ne, also, muss ich nochmal sagen, wenn ich sage, fick dich, dann meine ich natürlich in dem Moment kurz Spyro, aber ich kann dem Spyro einfach nicht böse sein, das geht nicht. Ficken. Ja, das war mein Fehler. Das war auch wieder mein Fehler. Ich finde das Spiel echt super. Kann ich nichts gegen sagen. Auch das hier ist ja cool an sich. Ja, genau. Genau. Ja, warum denn nicht sofort? Scheiße. Ich hätte nicht erwartet, dass ich da oben drauf komme, ehrlich gesagt. Okay, gerade noch gerettet. Nein, verfickte Kacke. Ja, und wenn ich jetzt wieder oben bin, bin ich sofort wieder Letzter, ne? Nein, bin ich nicht. Okay. Spring noch. Büro. Es ist aber auch hakelig hier. Nein. Keinen Stunt machen. Gab es hier früher nicht auch eine Karte, die einem angezeigt hat, wo die Gegner sind? Hallo? Hallo? Komm, 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 komm. Scheiße. Nein. Ja gut, aber war nicht schlecht. Was war das? Hallo. Das Spiel, Alter. Dein Ernst. Alter, Alter. Okay, das war geil, wie ich da jetzt durchgepäst bin. Nee, du stirb doch. Ja, Sechster, genau. Sofort Sechster dann. Weil alle anderen ja dann direkt wieder 10.000 Mal besser sind und einen direkt überholen. Ficken. Ha
der Gesichtsausdruck von Spyro halt auch noch so dabei, ne? So. Ja, exactly. Nein, sorry. Alter, das war schon gerade geil. So ein bisschen so. I don't care. Ist mir egal. Aber ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen den Flow raus. Deswegen werde ich, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen stiller sein. Ich würde mich jetzt hier mal ein bisschen drauf konzentrieren. Ich weiß gar nicht, ob es mich großartig beruhigen würde, wenn ich wüsste, wo die Gegner sind tatsächlich, aber ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich es wüsste. Ich weiß noch, dass ich da gerade eben, wo ich drüber gesprungen bin über den Huppel, dass ich da früher immer ganz gerne auch reingefallen bin. Nein, genau da die Lücke meinte ich eben. Ja, genau. Jetzt ist er nämlich wieder davor. Willst du mich verarschen? Ja. Komm. Ja. Du hast sie dastehen lassen wie von Frostbeulen geplagte, plattfüßige, sirupflürfende, Bleihosen tragende, schielende Gletschertrolle mit Sperrholzbrettern auf Sandpapier. Noch dazu haben wir was Nettes gewonnen. Beim ersten Versuch. Ich finde das so geil, wie übertrieben das einfach ist. Ich lasse die Zahlen mal eben zählen. Da! So, ich würde sagen, da die Zeit schon wieder ein bisschen vorangeschritten ist, eine Folge machen wir noch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.